Diese Abfahrt, also sind wir sehr zufrieden, natürlich. Kein Tor bekommen und 6 Punkte, aber natürlich, ich hatte ein bisschen Sorgen vor der Saison mit den Neuzugänge. Viele Spieler sind gekommen und die Mischung ist immer schwierig zu finden. Also ich bin zufrieden mit unserer Abfahrt, aber es ist nur 2 Spiele. Die Ziele von Präsidenten sind immer hoch, aber meine, es ist Tag zum Tag, Spiel zum Spiel. Und ich bin konzentriert auf Luzern jetzt und das ist die wichtigste Sache jetzt. Und ich kann nicht sagen, was passiert am Ende der Saison. Ich bin keine, wie sagt man, Ein Prophet. voilà. Natürlich, der Präsident macht ein bisschen Druck, aber bis jetzt, ich finde diesen Druck positiv. Für mich ist es positiv, aber natürlich, es ist nicht nur in Sion, aber überall in der Schweiz, wenn der Totomat läuft nicht für die Mannschaft, für FC Sion oder Luzern oder St. Gallen, es gibt Probleme für Trainer, natürlich. Aber ich bin ganz ruhig mit diesen Sachen. Ich konzentriere auf meinen Job auf dem Platz und das ist das Wichtigste. Anders macht mir keinen Sinn. Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir haben gut gearbeitet in Vorbereitung, aber es gibt viele Spieler, die kommen von anderen Welt, anderen Ländern, andere Philosophie, Spielphilosophie und die Mischung ist schwierig zu finden, aber ich bin zufrieden jetzt mit die Präparation und die 2 erste Spiele. Aber es gibt viele Spieler, die sind noch nicht in Form, in guter Form, also Konditionform. Die brauchen noch ein bisschen Zeit, ihre Plätze zu finden in der Mannschaft. Aber die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, die Dynamik ist sehr gut und die Spieler arbeiten sehr hart und ich bin zufrieden auf dieser Seite. Aber es dauert noch ein paar Zeit, unseren Automatismus zu finden im Offensivbereich. Ich glaube, wir können noch besser machen. Gennaro ist ein super Typ, ein sehr netter Typ, so wie man sieht auf dem Platz. Der ist so auch draußen vom Platz, aus dem Platz, der ist das Gleiche. Der ist sehr nett, sehr freundlich. Für die Jungen ist er auch super auf dem Platz und der gibt viele, wie sagt man, Ratschläge oder Rat zum jungen Spieler und für mich seine Erfahrung ist sicher sehr wichtig für die Mannschaft. Ich bin sehr oft mit ihm und wir sprechen von Fußball und was ich erwarte von ihm auf dem Platz und bis jetzt, es ist wirklich super mit ihm zu arbeiten. Wir schauen ein gutes Spiel. Ich hoffe, wir sind, wie sagt man, wir werden solid, so wie die letzten 2 Spiele. Und ich habe Luzern geschaut, also ich habe Luzern am Fernsehen geschaut gegen Basel. Die haben ein Riesenspiel gemacht. Normal, die müssen gewinnen. Und wir wissen, dass Luzern wird ein sehr starker Gegner am Sonntag.